bei den Vipern. Das ist halt Heavy Metal. Na, wenn ich draußen in der Wildnis eine Schlange sehe, dann elektrisiert mich das. Ich arbeite mein ganzes Leben schon mit Schlangen, vor allem mit Giftschlangen, und bin noch nie gebissen worden. Man sollte sich vor den Menschen in Acht nehmen, die die Kreuzotter immer noch verfolgen. Pauli Hien. Kaum jemand kennt die scheue Kreuzotter besser als er. Er hat die Lizenz. Er darf Kreuzottern bei sich im Garten in Straubing halten. Die Gehege hat der gelernte Schreiner selbst gebaut. Genauso, wie es die Kreuzotter in freier Natur lieben würde. Das ist halt schon wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, die Viecher sind jetzt groß eingesperrt, weil man die Natur nahe halten kann und alle ihre Bedürfnisse jetzt klimatisch da halt abgedeckt sind und nicht so eine staubige Box im Wohnzimmer irgendwie hat. Die Schlangen hält Pauli Hien, weil er sie studiert. Das funktioniert im Gehege besser als in freier Natur. Dort würden sich die scheuen Tiere bedroht fühlen, sofort flüchten. Denn Kreuzottern sind keineswegs aggressiv. Sie beißen nur, wenn es für sie keinen anderen Ausweg mehr gibt. Sobald die verstanden hat, dass ich ihr nichts tun will, tut die mir auch nichts. Und es wird halt auch immer wieder erzählt, dass einen Schlangen verfolgen. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Es ist so schwer, die zu finden, gerade mit dem Zickzackmuster. Harmlos wäre ein Kreuzotterbiss nicht. Ihr Gift ist sehr wirkungsvoll. Aber bei Verteidigungsbissen verwendet die Schlange, wenn überhaupt, nur eine kleine Menge davon. Oft dagegen droht nach einem Kreuzotterbiss eine Blutvergiftung. Vielleicht ein Grund, warum so viele Schauermärchen über die Schlangen existieren. Zum Beispiel, dass sie jemanden im Bett beißen oder dass sie den Kühen die Milch stehlen. Also jedes Land erzählt die gleichen Schauermärchen über Schlangen und sie sind fast nie wahr. Pauli Hien will aufklären, die Kreuzotter schützen. Die jungen Tiere in seinen Gehegen, die er aufwendig an das für Schlangen untypische Totfutter gewöhnen muss, kommen später in Zoos, damit dort mehr Menschen ihr Verhalten, ihre Schönheit bewundern können. Pauli Hien sagt, es wird endlich Zeit, die Vorurteile auszurotten, nicht die Kreuzottern. Ich will also an dem Tag, wo mich das nicht mehr elektrisiert, wenn ich draußen eine Kreuzotter oder eine andere Schlange sehe, dann möchte ich sterben, weil dann stimmt etwas nicht.